30 Tage sind zwei Freunde abseits jeglicher Zivilisation in der Wildnis von Kanada auf sich alleine gestellt. Wunderschönen guten Morgen aus Fort Knox. Heute habe ich richtig Low Energy. Wir sind noch keinen Meter mit den Rucksäcken gegangen. Hier, ich zitter. So eine Scheiße. Nahrung finden sie ausschließlich bei Mutter Natur. Aber sie sind nicht die einzigen Prädatoren. Hier draußen stehen Grizzlies, Wölfe, ganz oben in der Nahrungskette. Die größte Gefahr, die wir hier an Tieren haben, sind definitiv Grizzlybären. Ist nicht die Frage, ob wir auf Bären treffen, sondern wann. Ich sag dir jetzt auch mal, ich werde meine Waffe unterladen. Mit jeweils über 30 Kilo auf dem Rücken geht es zu Fuß 300 Kilometer querfeldein durch dichte Wälder, über schroffe Berge und reißende Flüsse. Bloß nicht umknicken, verletzen. Boah, mit dem schweren Rucksack ist krass. Ex-Elite-Soldat Otto Karasch und Extremsportler Fabio Schäfer, ich würde sagen, hyped, Bock, Angriff, sind der Survival-Squad. So, wir gehen wieder runter zum Fluss. Schon krass schön hier. Wahnsinn. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Gas geben, ein bisschen marschieren, dass wir vorankommen. Jetzt lastet die ganze Verantwortung quasi auf Fabio. Fabio sorgt für unsere Sicherheit. Da putzen wir mal gerade die Waffe um raus. Jetzt sieht er uns. Der kommt jetzt hier rüber, Otto, ne? Hey! Ich meine. Willkommen in der Wildnis. Man ist so mittendrin und man weiß, es gibt keinen Ausweg, außer weiter nach vorne zu gehen. Das ist geil. Das war mein Trailer zu Survival Squad. Den Trailer von Otto mit anderen Szenen findet ihr auf seinem Kanal. Dazu klick in die Videobeschreibung, denn das Ganze ist ein Gemeinschaftsprojekt. Das heißt, auch die kommende Serie, die für euch natürlich völlig kostenlos auf YouTube zu sehen sein wird, gibt es auf beiden Kanälen, immer abwechselnd. Das heißt, am 4. November startet Folge 1 um 17 Uhr bei Otto auf dem Kanal, dann den darauffolgenden Mittwoch um 17 Uhr auf meinem Kanal und so wechseln wir uns immer ab, zweimal die Woche, immer samstags und mittwochs auf unseren Kanälen. Deshalb beide Kanäle abonnieren, Glocke aktivieren und gerne in die Kommentare schreiben, wie euch die Trailer gefallen haben. Schickt sie euren Freunden, euren Bekannten, supportet dieses Survival-Projekt. Und noch eine kleine Bitte an alle Streamer-Kollegen, wartet bitte immer 24 Stunden nach jeder Folge, bis ihr darauf reactet. Wir freuen uns sehr auf eure Reactions, aber es war ein großes Projekt, was natürlich auch viel Geld gekostet hat und da würden wir euch einfach bitten, euch an dieses Gentleman Agreement zu halten. Ansonsten, wir sehen uns bei der Serie. Ich kann nur noch sagen, hyped, Bock, Angriff!